Hallo und herzlich willkommen zu einem mal wieder etwas ursprünglicheren Teil, was eHayo anbelangt, zum Thema Home Assistant. Ich habe mir einen Zigbee-Controller bestellt, so On-Off-Controller, Maximal-Load 250 Volt, 10 Ampere, das ganze Ding quasi über 230 Volt hier versorgt und hier hinten hat es irgendwo dann Relais, was das Ganze ausschaltet, Input 85 bis 265 Volt, 50 oder 60 Hertz. Weil ich ja gesagt habe, ich will unten in der Fertigung einen Hauptschalter haben, wo ich alle Maschinen ausschalten kann. Ursprünglich, weil wir schrauben das Ding jetzt zuerst mal auf, beziehungsweise es ist da hinten einfach nur geklippt. Wir schauen, dass wir das Ding aufkriegen und dann schauen wir uns mal an, was da drin ist. Denn das wäre ja eigentlich eHayo, ne? Sachen aufschrauben, schauen, was drin ist. Da kommen wir her, da wollen wir wieder hin. Wir haben hier hinten gleich ganze Horde Testpads drauf, Key Reset, PO3, PO2, Ground 5 Volt, 3,3 Volt. Und wir haben hier oben eine ganze Horde Bauteile drauf. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir kommen hier auf der Seite mit in N rein, in 0 in Phase, haben hier oben gleich eine schöne Sicherung drin, 1 Ampere Träger. Das gefällt mir schon mal gut, wenn eine Sicherung drin ist. Hier das Schaltzeichen von dem blauen Teil kennen wir auch. Hier haben wir gleich einen Barista verbaut als Schutz. Das gefällt mir schon mal wirklich gut. Dann geht's weiter. Wir haben hier hinten einen Chip, der aus unseren 230 Volt vermutlich 5 Volt oder sowas macht. Wir haben ja hier unten 5 Volt draufstehen gehabt am Testbett. Dieser Chip ist ein PN8016 von der Firma Chip Down. Das ist im Prinzip ein nicht isolierender Offline-PWM-Konverter. Da zeige ich euch jetzt mal ein typisches Circuit. Da kommt quasi vorne 230 Volt in unserem Fall, also 85 bis 265 Volt. Ja, woher kennen wir diesen Wert? Kommt vorne rein, geht dann über eine Diode. Wir haben hier zwei Dioden in Serie, die zwei hier. Und dann über einen Kondensator. Wir haben hier 4,7 Mikrofarad für 400 Volt ausgelegt. Über eine Spule, über einen weiteren Kondensator geht das Ganze dann auf unseren Chip, auf den Switch-Eingang hier unten. Wir haben hier nochmal das CFB, also nochmal eine Spule mit drin. Wir haben hier hinten diese Diode eingezeichnet, die wir hier auch im typischen Schaltplan sehen. Und nochmal einen Kondensator am Output. Und somit haben wir dann hier wundervoll unsere mit R1 und R2 hier eingestellt. Unsere wundervolle Spannungsversorgung aus den 230 Volt raus. Ist relativ unaufwendig und eine relativ interessante Schaltung. Die behalte ich mal im Hinterkopf. Vielleicht muss man ja mal irgendwie 5 Volt aus 230 Volt machen. Dann geht es natürlich hier weiter auf einen LDO. Der wird vermutlich 3,3 Volt machen, um dann auf unseren CC-Chip zu gehen. In unserem Fall CC2530, ein komplett fixfertiger integrierter Mikrocontroller der Firma Texas Instruments, der eben auch schon Zigbee und IEEE 802.15.4 standardmäßig einfach mit drin hat. Das wäre quasi dieser Mikrocontroller, der dann die Intelligenz übernimmt. Und hier hinten haben wir nochmal einen kleinen Chip dranhängen. Das wäre in unserem Fall ein AT2401C. Das wäre dann einfach das Antennenfrontend, der quasi hier, sieht man wunderschön, geht die Leitung raus aus dem CC, geht dann in das Frontend rein und da unten die zwei Widerstände, die Leitungen steuern quasi an, ob das Frontend Receiver oder Transmitter spielen soll. Da kann man umschalten zwischen quasi Vorverstärker oder Endstufe, damit man eben mehr Leistung hinten an der Antenne hier rauskriegt, beziehungsweise das, was an der Antenne reinkommt, vorverstärkt wird, damit das Signal stärker ist, wenn es eben dann zum CC kommt. Hier nochmal wunderschöne Platinenantenne, einfach eine Meanderform, gar nicht großartig aufwendig, groß mit Anpassung hinten nochmal, sondern einfach vorne mit einer Spule und einem Kondensator auf die Impedanz von der Endstufe angepasst. Dann das Herzstück von dem Ganzen hier mit einer 1N4148, so wie es ausschaut, Löschdiode, ein ganz normales Standardrelais mit, was haben wir für einen Wert? 5 Volt Ansteuerspannung, 10 Ampere und 250 Volt AC. Das wäre dann unser Relais. Das Ganze schön hier mit Druckkontakten, damit man schön vorne die Kabel einführen kann. Und diese Druckkontakte auch nochmal hier mit den Bohrungen, dass man halt auch hinkommt zu den Druckkontakten. Gut, dann werde ich jetzt mal irgendwie 230 Volt da dran schließen, damit man das hier am PC gemütlich
mit unserer Heimautomatisierung verbinden können und dann gehen wir in den Keller und bauen es direkt im Sicherungskasten ein. So, schon haben wir den hinzugefügt zu unserem System. Wir schauen uns das Ganze mal an, gehen auf Configuration Devices. Dann müsste der theoretisch hier auch irgendwo auftauchen. Hier on off plug unit. Testen wir mal das Ganze. Es leuchtet aktuell rot. Ich drücke jetzt hier mal auf aus. Dann, okay. Es leuchtet jetzt rot. Wenn er an ist, leuchtet rot und grün gleichzeitig. So kann man es, glaube ich, einigermaßen erkennen. Leuchtet quasi nur rot und wenn man es einschaltet, leuchtet rot-grün. Man hört es auch klackern. Funktioniert also soweit. Dann gehen wir mal runter und bauen das ganze Ding ein. Schon sind wir im Keller. Ich habe hier meinen Unterverteiler, den ich gebaut habe. Da gibt es irgendwann mal ein eigenes Video. Ich habe ein bisschen mitgeschnitten. Kommt. Also, ich habe hier meinen Unterverteiler. Ich komme hier quasi von oben rein. Gehe einmal direkt auf einen FI-Schalter und verteile mich dann eben runter auf das, was ich benötige. Ich habe hier quasi 15 und 16. 15 geht, ist ein Dauerstrom, den ich brauche. 16 wäre der Steuerstrom. Der geht quasi noch nirgends hin. Der geht hier hoch zu diesen zwei Klemmen. Und dieser Steuerstrom wird aktuell jetzt von dieser Sicherung hier geschaltet, weil ich habe halt noch keinen Schalter gehabt. Und wenn ich diese Sicherung jetzt einschalte, geht einmal direkt das Licht an und diese drei Sicherungen hier unten kriegen auch Strom gleichzeitig. Die Dreier-Sicherung hier, 3x16 Ampere, geht zum Lötofen und dann habe ich hier einmal die Steckdose und einmal die Steckdose da hinten nochmal jeweils separat abgesichert. Und das Ganze, diesen Steuerstromschalter hier oben, möchte ich jetzt quasi automatisiert machen mit diesem Zigbee-Adapter, damit ich eben am Handy oder wenn ich runtergehe, den gesamten Strom hier ausschalten kann, beziehungsweise einschalten kann, wenn ich runtergehe, damit ich schon mal hier Licht habe, damit ich zumindest hier reinfinde, wenn es dunkel ist im Keller. Dann schließen wir das Ganze mal an. So, Steuerstrom hier draufgegeben. Der Steuerstrom geht jetzt quasi hier direkt in die Phase vom Relais rein, von dem Zigbee-Schalter. Wir haben hier quasi den Ausgang, der geht jetzt hier auf den Steuerstrom, der verteilt wird. Der geht einmal auf die Lampe und der geht einmal hier auf die Ansteuerung von dem Schütz, das ich da drin habe. Oh, wenn wir jetzt Home Assistant öffnen, ich habe mir hier irgendwo hier unten Hauptschalter zurechtgelegt. Wir drücken hier auf 1. Und es funktioniert tatsächlich so, wie es soll. Hauptschalter ein, Hauptschalter aus, Hauptschalter ein. Somit habe ich jetzt hier überall Strom drauf auf den Steckdosen, auf diesen Sicherungen. Kann jetzt mal den Lötofen mit anschließen, kann quasi jetzt hier in der Fertigung weiterarbeiten. Ja, das war's mit der Inbetriebnahme des Zigbee-Schalters. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentare, wenn ihr was wissen wollt. Im nächsten Video werden wir das Ganze noch mit einem Schalter verknüpfen, weil ich mag das ja nicht dauernd nur am Handy außen einschalten. Ich will es ja auch irgendwie hier mit einem Schalter haben, damit ich es auch mal ohne Handy hier das Licht und den Strom einschalten kann. Macht nämlich, glaube ich, doch etwas Sinn. Ja, vielen Dank nochmal fürs Reinschauen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Hausautomatisierung. Bis dann!